Thomas Drechsel verabschiedet sich von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Einst veränderte die Serie sein Leben massiv. Für viele Fans ist dieser Ausstieg ein Schock. Nach 15 Jahren verlässt Schauspieler Thomas Drechsel, 36, die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Auf Instagram erklärte der Tuner-Darsteller seinen Followern den Grund: So gern würde ich nochmal 15 Jahre dranhängen. Aber ich habe verstanden, dass sich ein Ensemble entwickelt, verändert und dadurch Geschichten und Charaktere irgendwann auserzählt sind. Verändert hat sich Thomas Drechsel, der sich auf den sozialen Medien inzwischen gern beim Sport und bei der gesunden Ernährung zeigt, in den letzten Jahren auch, und daran hat Gute Zeiten, schlechte Zeiten einen großen Anteil. Kürzlich teilte der Schauspieler Instagram ein Foto, das ihn früher mit deutlich mehr Kilos auf den Rippen zeigt. Auf diese Weise wollte er seine Fans dazu animieren, ihre eigenen Ziele anzugehen und zu verwirklichen. Du kannst alles schaffen, schrieb er zu der Collage. Auch in diesem Jahr sei er mit seinem Wandel beschäftigt. Januar bis März, in nur 3 Monaten kannst du dein Leben verändern, zeigte er sich überzeugt. GZSZ, abgenommen. Tuners Geschichte veränderte Thomas Drechsel. Tatsächlich hat Drechsels GZSZ-Rolle viel damit zu tun, dass er heute viel gesünder lebt als früher. Denn vor etwa 10 Jahren bekam Tuner die Diagnose, dringend ein Spenderherz zu benötigen. Auf dem Kolle-Kiez hatte die Story ein Happy End. Tuner konnte dank Organspende das Leben gerettet werden. Im echten Leben bekam Drechsel nur wenige Monate später wirklich Probleme mit seinem Herzen. Die Geschichte um Tuners Herzfehler hat mich so mitgenommen, dass ich plötzlich nach 4 Monaten auch Privatherzstechen bekommen habe, erzählte er vor 6 Jahren in einem Interview mit RTL. Zwar kamen die Beschwerden letztendlich von einem verkrampften Muskel im Schulterblatt, allerdings riet ihm eine Ärztin, sein Gewicht von damals 106 Kilo aus gesundheitlichen Gründen merklich zu reduzieren. Drechsel nahm ihren Rat ernst. 2015 verlor er bei Let's Dance 7 Kilo, später nahm er innerhalb von kurzer Zeit zusätzlich 22 Kilo ab. Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal t-online.de fasste er sein Erfolgsrezept zusammen: Sei gut zu dir selbst. Tue dir wahr Gutes und erfahre dadurch Gutes. Wenn du dir einen Schokoriegel reinziehst, ist es nicht geil, das weißt du selber. Es schmeckt zwar gut, mega süß, aber Süße kannst du auch anders zu dir nehmen. Tue dir was Gutes, mach ein bisschen Sport, denk an deine Gesundheit und behandle dich wie einen Tempel.